Wurzeltommy und die Alltagsgeschichten. Ja, also, liebe YouTube-Zuschauer, auf dem YouTube-Channel-Kanal live ist euer Wurzeltommy. Ja, wie soll ich sagen? Nun wissen Sie, das ist ja hier auf AGB, man darf ja hier ja nicht irgendetwas sagen, Namen oder wo man wohnt oder so, aber wissen Sie, ich habe mal das 3 Tage lang bei mir im Hausgang beobachtet und ist schon witzig, Geschichten, die das Leben schreiben. Geht es Ihnen nicht auch so, wenn Sie aus der Haustüre gehen und dann sehen Sie was, was nicht normal ist? Nun, ich laufe an 2 Türen, Haustüren vorbei, wenn ich immer die Treppe runterlaufe, dann passiert da allerhand zwischen 2 Nachbarstüren. Auf der rechten Seite stand einmal Eier mit Mehl, an der rechten Seite von Eingangstür. Dann komme ich nach Hause, steht sie an der linken Seite, unten an der Tür, das, die Eier mit Mehl. Dann wollte ich kurz heraus, meine Katze herauslassen. Dann steht manchmal das Mehl wieder auf der rechten Seite von der Türe. Und so geht es immer hin und her, 3 Tage am Stück. Bis dahin braucht man die Eier auch nicht mehr konsumieren, denn sie sind ja dann schlecht, weil sie nicht im Kühlschrank waren. Ja, und hätte das jetzt noch eine Woche gedauert, hätten die Eier schon Schimmel angesetzt. Irgendjemand hat die Eier doch noch in seine Wohnung hineingenommen. Da bin ich auch mal raus aus der Haustüre, vor meinem Hausgang. Ich habe ja eine Katze namens Felix. Und dieser Felix, den lasse ich generell immer raus. Da lasse ich den Felix immer raus. Und kaum habe ich ihn 5 Minuten draußen gelassen, schon gehe ich weg. Dann bin ich meist die Zeit immer weg, wenn die Katze herauslasse. Und dann kommt dann bevor, und jetzt kommt der Hammerschlag, übrigens. Kaum ist sie 5 Minuten draußen, bin ich schon weg, und wenn ich wieder komme, nach 2 Stunden oder 3 Stunden, ist die Katze natürlich, oder nach 1 Stunde, ist die Katze dann im Hausgang eingesperrt. Ist die Katze dann in meinem Hausgang. Irgend so ein Trottel, auf Deutsch gesagt, lasst die Katze rein und sperrt sie im Hausgang ein, sodass sie dann im Treppenhaus mal hinmacht oder hinscheißt. Und ich bin dann der Depp, ich muss es dann wieder wegputzen. Auf mich kommen sie dann zurück. Ja, hätten sie doch nicht die Katze nicht im Hausgang reinlassen und sie eingesperrt, wenn ich nicht da bin. Ich tue ja die Katze extra raus. Und dennoch versuche ich sie, ihnen das mal zu erklären. Ich tue sie raus, 5 Minuten später lasst jemand die Katze wieder rein und sie ist im Hausgang eingesperrt, wo ich weg bin. Wo gibt's denn sowas? Und dann ist sie eingesperrt, Leute, meine Katze. Die scheißt dann im Treppenhaus rum und bieselt dann rum. Ich weiß nicht, was wollen die mit meiner Katze? Die sollen doch meine Katze in Ruhe lassen. Und dennoch verstehe ich nicht die Welt. Einmal, da habe ich mal eine Woche meine Katze zu Hause gelassen. War beim Tierarzt, sie war krank, dann war sie zu Hause, meine Katze. Jemand hätte den Garten verwüstet. Das war wieder meine Katze Felix, hätte sie mit in den Garten verwüstet. Dann kam mich auf mich zu. Ich hätte ja die Katze rauslassen. Dabei war sie zu Hause, die Katze Felix. Und aber gleich auf ihr die Schuld geben, obwohl sie eine Woche zu Hause war, wo sie krank war. Dann hat sich das auch bestätigt gehabt hinterher.
man sucht immer vorher einen Schuldigen oder man denkt vorher nicht nach. Da braucht man viel Hirn und Masse, erst bevor man etwas sagt und tut. Manchmal komme ich mich vor, als behandeln die mich wie einen Deppen. So quasi so, oder mir geht es so manchmal, da wo ich wohne, die meinen, ich bin ein Depp oder so. Und in Zukunft mache ich lauter solche Videos, dass ich was richtig stelle, einmal hier. Gell? Also, und dann muss man sich nicht wundern, wenn man Kontrakt bekommt von mir auf YouTube, so quasi so als Sketch dargelegt, wie so entstehen manchmal Fernsehsketche, auch zum Teil, die geben dann auch Kontrakt. Und dann muss man sich nicht wundern. Ja? Genau. So, das war's wieder. Servus. Wurzeltommis Alltagsgeschichten aus dem Alltag. Servus.